Ich habe dieses Jahr die Cambridge Advanced Prüfung gemacht und habe diese auch bestanden, obwohl ich dafür gar nicht mal so doll gelernt habe. Und wenn ich dann habe ich die für Englisch gar nicht gelernt, bis den Tag davor. Und trotzdem habe ich es geschafft, mit meinen English Skills da zu überzeugen und das C1 Sprachniveau zu erlangen. Jetzt natürlich die Frage, wie habe ich das Ganze geschafft, vor allem mit so wenig Vorbereitung, weil ich nämlich schon die Jahre davor mich in der Sprache verbessert habe und eben auch dann gute Noten bekommen habe. Ich bin jetzt auch im Englisch-Leistungskurs, das heißt, ich habe auf jeden Fall gute Tipps für euch und hoffe, dass sie euch ebenfalls helfen können. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere Videos dieser Art. Ich lade hier jede Woche Tipps hoch zum Thema Lernen, Schule und so weiter und freue mich mega, dass ihr heute dabei seid. Viel Spaß beim Video. Die erste Sache ist eine Sache, die jeder gerne hören möchte und zwar ist das Filme einfach mal auf Englisch zu gucken. Ich glaube, das machen schon ziemlich viele und ich bin ein bisschen perplex, wenn Leute Filme gucken, die eigentlich auf Originalsprache Englisch sind und dann aber die deutsche Version anhören. Das mag ich persönlich gar nicht, weil ich finde, dass es einfach so unnatürlich klingt. Natürlich, jetzt kommt der Aspekt des Sprachenlernens auch noch dazu und die Argumente auf Englisch zu gucken überwiegen einfach komplett, finde ich. So trainierst du auf jeden Fall schon mal dein Hörverstehen. Was ich aber auch noch gut finde, ist das Ganze nachzusprechen. Natürlich nicht die ganze Zeit, das wäre so ein bisschen Unterbrechung auf jeden Fall. Falls ihr jetzt mal sagt, ich möchte jetzt mal 10 Minuten wirklich Englisch aktiv lernen, kann sie mal versuchen, die Sachen, die die Schauspieler sagen, einfach mal nachzusprechen. Das ist vor allem gut, wenn du deine Aussprache verbessern möchtest. Oft ist es ja so, dass die Schulen unterscheiden zwischen amerikanischem und britischem Englisch. Das heißt, wenn dein Lehrer zum Beispiel mit euch amerikanisches Englisch redet und das für euch auch möchte, dann solltet ihr gucken, dass ihr eben auch die entsprechenden Serien und Filme anguckt. Muss man natürlich nicht, ist eigentlich nicht so relevant, aber einige Lehrer bevorzugen die oder die Variante. Des Weiteren hilft es auch, Texte laut vorzulesen. Tatsächlich mache ich jetzt dieses Jahr meine Abiturprüfung und ich habe also mein Abitur hoffentlich nächstes Jahr und da habe ich auch Englisch, aber auch Spanisch. Das ist meine zweite Fremdsprache und diese Abiturprüfung mache ich mündlich. Tatsächlich gucken die Lehrer da auch drauf, wie gut eben meine Aussprache ist. Und meine eine Aufgabe der Prüfung wird es sein, einen Text laut vorzulesen. Und genau das übe ich teilweise jetzt auch schon und versuche einfach in meiner Freizeit mal ein paar Texte auf der Fremdsprache laut vorzulesen. Das ist halt auch voll der Vorteil, wenn du keinen hast zum Reden. Weil das Wichtigste, um eine Sprache zu lernen, ist eigentlich, sie zu benutzen und ganz auf der Sprache zu kommunizieren und zu reden. Aber das geht halt nicht so gut, wenn du keine Person hast, mit der du reden kannst. Natürlich kannst du Selbstgespräche führen, was auch eine gute Variante ist. Aber ganz gut ist es auch einfach mal Texte vorzulesen, falls du keine Ideen für Selbstgespräche hast. Gut ist es auch noch, wenn du dich dabei sogar aufnimmst, wie du einen Text vorliest. Weil so kannst du nochmal zurückblicken und gucken, was du richtig betont hast, was vielleicht komisch klingt. Oder du kannst es sogar mal einem Freund, einer Freundin, vielleicht auch Lehrer, obwohl es vielleicht ein bisschen komisch rüberkommen würde, aber einfach jemandem mal vorzeigen und dann fragen, was du noch verbessern könntest. Generell, falls du Bücher auf Englisch sowieso liest, was ich persönlich sehr gerne mache, versuch einfach mal das Ganze laut vorzulesen, weil du würdest es sowieso lesen und kannst einfach nebenbei nochmal deine Sprachkenntnisse ein bisschen trainieren. Was ich früher gemacht habe, was ich mittlerweile nicht mehr mache, ist wirklich jedes Wort beim Lesen rausschreiben, was du nicht verstehst. Ich lese sehr gerne Klassiker, die eine sehr alte englische Sprache verwenden. Und wenn ich da jedes Wort ankreiden würde, was ich nicht kenne, würde ich wahrscheinlich die halbe Seite irgendwie anmalen teilweise, weil es eben schon ziemlich viel ist. Aber im Kontext versteht man ja die Wörter oft. Wenn du Bücher liest, die relativ einfach geschrieben sind, kannst du es sehr gerne machen. Einfach mal recherchieren, was die Wörter dann bedeuten. Oder oftmals kann man das ja auch über den Kontext verstehen. Es ist nämlich tendenziell wirklich wichtig und essentiell für eine Sprache, regelmäßig Vokabeln zu lernen. Ich persönlich mache das gerne mit Quizlet. Das ist eine App, wo man Vokabeln lernen kann. Und ich finde sie total gut, weil man ja die Vokabeln auch spielerisch lernen kann. Das heißt, man hat zwar die Karteikartenfunktion, man hat aber auch andere Funktionen, zum Beispiel so eine Art wie Memory, also quasi so ein Zuordnenspiel, wo man die verschiedenen Begriffe in der jeweiligen Sprache einfach zuordnet, was ich mega cool finde. Außerdem fange ich immer an mit dem Learning Tool. Da werden dir die Vokabeln erstmal gezeigt, dass du sie erstmal richtig lernen und auffassen kannst. Die Vokabelsets kannst du entweder selbst erstellen, wenn du eine Vokabelliste hast, oder du kannst sie auch einfach bei Quizlet suchen. Das heißt, ich habe zum Beispiel aktuell das Thema Migration in Spanisch und habe einfach mal geguckt unter dem Begriff Migration eben auf Spanisch, also Migration auf Spanisch, und geguckt, was da schon für Sets gibt. Weil bei Quizlet kann man nämlich öffentliche Sets erstellen, auf die dann alle Zugriff haben. Und wenn auch schon jemand vor dir getan hat, dann richtig gut, hast du schon ein paar Sets, die du verwenden kannst. Tatsächlich hat sogar mal unser Spanischlehrer seinen Test, seinen Vokabeltest mit Quizlet erstellt. Habe ich das gerade hier? Ich glaube schon. Wir haben einfach einen Quizlet-Test geschrieben im Unterricht. Und ich habe 15 Punkte bekommen, Leute. Nice. Kann man das sehen?
Ich habe 15 Punkte bekommen. Man kann sich nämlich einfach auf dein Vokabelset testen lassen. Und dann kommen da Multiple-Choice-Fragen, wahr oder richtig Fragen, Schreibübungen oder Zuordnungsaufgaben. Und ich finde, so macht Vokabeln total viel Spaß, wenn man das Ganze spielerisch macht und du hast es auch immer dabei. Also du kannst auch mal, wenn du unterwegs bist in der S-Bahn, einfach mal dein Handy rausholen und auf Quizlet ein bisschen was lernen. Ich habe auch einen Rabattcode für euch, weil es gibt nämlich Quizlet Plus, wo du noch einige mehr Optionen hast. Dieser Code heißt LaraQuizlet20 und ihr kriegt 20% auf euer Abo für ein Jahr bei Quizlet, falls ihr ein Neukunde seid. Was auch mega hilft, ist regelmäßig Tagebuch auf Englisch zu schreiben. Ich habe es früher gemacht, ganz viel auf Englisch geschrieben, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich mich somit mehr von meinen Gefühlen distanzieren kann und irgendwie besser mich ausdrücken kann. Mittlerweile mache ich es einfach, weil es irgendwie eine Gewohnheit geworden ist, dass ich selbst auf Englisch denke. Ich denke irgendwie auf Englisch, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil ich einfach sehr viel auf Englisch konsumiere. Ich lese auf Englisch, ich schaue Filme nur auf Englisch. TikTok ist bei mir gefühlt nur noch Englisch. Und ich finde es mega wichtig, einfach die Sprache in allen Bereichen zu integrieren. Dass du nicht nur redest, sondern auch hörst und eben auch schreibst. Das Tagebuchschreiben halt wirklich perfekt, weil wer setzt sich hin und schreibt mal so einen Aufsatz random am Tag? Keiner. Aber Tagebuchschreiben ist eine Sache, die generell cool ist, Journaling, und dann auch noch auf Englisch. Zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Stelle dein Handy auf Englisch um. Man kann ja seine Handysprache ändern und ich habe gemerkt, wenn ich das mache, bin ich gezwungen, die Sprache einfach mehr zu lernen. Also ich weiß einige Wörter teilweise nur auf Englisch, weil ich sie vom Handy immer auf Englisch sehe. Und das Gute ist auch, wenn du dein Handy auf Englisch hast, dass dir vor allem TikToks auf Englisch angezeigt werden. Das ist mir aufgefallen, weil ich mein Handy auf Spanisch hatte und plötzlich habe ich meine For You-Page auf Spanisch. Und ich war so, was geht hier auf einmal ab? Aber das war mega gut zum Sprachenlernen, weil ich so voll viel einfach aufgeschnappt habe, was ich sonst niemals aufgeschnappt hätte. Ihr könnt ja auch mal generell versuchen, mit euren Freunden auf Englisch zu reden oder TikTok auf Englisch sogar selbst zu posten. Hört man, dass ich heute schon 3 Stunden auf Twitch gestreamt habe? Meine Stimme ist so, oh. Mein Redefluss ist limitiert. Es ist schwierig für mich zu reden. Leute, jetzt for real, ich habe heute schon auf Twitch 3 Stunden gestreamt. Ich hätte das Video vorher aufnehmen sollen, weil ich finde, wenn ich lange rede, dann rede ich danach nur noch so unnötig und so schnell. Und es ist super schwierig gerade. Aber ich liebe das Thema. Ich liebe Sprache, ich liebe Englisch, ich habe Englisch-Leistungskurs, ich liebe Englisch. Ich liebe Sprachenlernen. Und ich hoffe, dass euch das Video ein bisschen was hilft. Aber am Ende, das Wichtigste ist einfach, die Sprache ganz viel zu benutzen. Also ganz viel zu hören, ganz viel zu reden, ganz viel Vokabeln zu lernen, zu schreiben, zu lesen. Und dann wird das auch. Man muss einfach die Sprache benutzen und dann wird es, Leute. Zum Beispiel, falls ihr noch mehr Tipps haben wollt, aber auch gleichzeitig nochmal Englisch lernen wollt, direkt schon dabei, könnt ihr euch gerne mal ein Video angucken. Ich habe nämlich schon mal ein Video gemacht mit Tipps für Englisch und habe das Ganze auf Englisch gefilmt. Also falls ihr mich mal Englisch sprechen hören wollt, macht es gerne, klickt einfach mal hier rauf bei dem Video und dann sehen wir uns da wieder. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.